Ahoi Muchachos! Herzlich willkommen in Mexiko zur Black Bass Weltmeisterschaft. Quasi die WM im Schwarzbarschangeln. Ich bin heute hier und darf euch zwei meiner Lieblingsmethoden erklären, welche wir auch morgen und übermorgen im offiziellen Training der WM probieren werden und versuchen werden, mit diesen Methoden an Fisch zu kommen und dann hoffentlich natürlich in den drei Wettkampftagen effizient nutzen können. Die eine ist meine persönliche Lieblingsdisziplin, das Crankbait-Angeln, quasi das Fischen mit tieflaufenden Wobblern. Der Crankbait hat die Eigenschaft, durch seine lange Lippe relativ schnell runterzugehen und an Steinen und Bäumen abzuprallen und sich quasi seinen Weg zu cranken, wenn man das so sagen möchte. Wir fischen auf den Crankbait-Routen relativ schwach übersetzte Rollen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Rolle mit einer 6-5er Übersetzung drauf. Ganz einfach deswegen, weil der Crankbait nicht zu schnell eingeholt werden darf, weil er ganz einfach sonst nicht mehr läuft. Ja, der bricht sonst aus und verliert seinen gleichmäßigen Lauf. Zur Hauptschnur, wir fischen Fluorocarbon. Fluorocarbon deswegen, ganz einfach, es ist im Diameter dünner, geschmeidiger, lässt sich besser werfen und was bei den Schwarzbarschen sehr, sehr häufig passiert, gerade die großen Fische sind im Drill sehr aggressiv und die springen und versuchen natürlich den Köder auszuspucken oder sich halt zu befreien und da passiert es ganz einfach nicht, weil das Fluorocarbon extrem viel Dehnung hat. Ne? Ja, genau, das sind so die klassischen Crankbaits, die wir fischen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Das Wasser ist sehr trüb, deswegen werden auch diese grellen Farben in den nächsten Tagen, die werden eine große Rolle spielen. Zu den Ruten noch ganz kurz. Wir fischen Ruten mit einem hohen Glasanteil. Ein hoher Glasanteil bedeutet in der Rute, dass die Rute sehr, sehr weich wird. Man sieht das hier schon, ich habe hier das untere Drittel und das kann man alles schon so ein bisschen biegen. Ne? Erstens mal lassen sich die Crankbaits besser werfen. Die Ruten sind parabolisch. Die laden sich im Wurf super auf. Zweitens mal ist auch wieder der Punkt im Drill, wenn die Fische springen und schnelle Fluchten am Boot nochmal machen, fangen die Ruten das auch ab. Na? Die Crankbaits laufen besser, ja, deswegen eigentlich die Glasfaserruten. Genau, so viel zu dem Thema. Dann das zweite Thema, was ich auch sehr, sehr, sehr gern mache, ist die Topwater-Fischerei. Ist ja auch bei uns in Deutschland in den letzten Jahren extrem beliebt geworden und machen sehr, 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 sehr viele Leute. Und wird hoffentlich auch bei uns hier in Mexiko in den nächsten Tagen eine sehr große Rolle spielen. Hier fische ich wiederum eine Rolle, ganz anders, viel höher übersetzt. Ganz einfach deswegen, weil wir die Topwaterköder Walk the Dog fischen. Das bedeutet immer dieses klassische Schlängeln, rechts, links, rechts, links. Und wenn ich da eine zu langsam übersetzte Rolle fische und schlage, komme ich nicht mehr hinterher. Und so brauche ich eine höher übersetzte Rolle, mit der ich ganz einfach das Schlagen immer wieder ausgleichen kann, auch im Kurbeln. Genau, hier fische ich wiederum eine 30er geflochtene, vierfach geflochtene. 30 mm klingt erstmal ziemlich, ziemlich viel. Es ist auch echt eine dicke Leine. Wir fischen die deswegen, weil die Schnur schwimmt. Fluorocarbon geht unter. Und das passiert dann ganz einfach, dass der Köder nicht mehr richtig läuft und aus der Bahn gebrochen wird. Der kriegt nicht diesen klassischen kontinuierlichen Lauf hin. Das passiert uns mit der geflochtenen Schnur nicht, weil die ganze Zeit auf der Oberfläche liegt und wir die schön einholen können und der Köder, wie gesagt, ordentlich läuft. Ja, wir fischen dann solche klassischen Walk the Dog Baits und relativ kurze Ruten. Die hat jetzt genau 2 Meter und die kürzeren Ruten deswegen, weil wir die Ruten, also mit der Rute quasi den Köder animieren. Es geht die ganze Zeit pam, 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 pam. Wenn wir eine zu lange Rute hätten, würden wir mit der Rutenspitze ins Wasser schlagen und somit auch wieder den Köder nicht zum Laufen bringen. Genau, das war es eigentlich schon zu meinen zwei Techniken, die ich wie gesagt morgen im Training probieren werde. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen und ein bisschen was klären. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, postet das einfach in die Kommentare und lasst uns wissen, was ihr eventuell in der Zukunft auch noch von uns wissen möchtet. Dankeschön und auf Wiedersehen.